Wenn sich die Müllscouts an die Arbeit machen, haben sie vor allem ein Ziel: Parks und Straßen sauber halten. Dafür brauchen sie weder Besen noch Müllsack. Die Scouts wollen aufklären und stoßen damit in Ulm meist auf offene Ohren. Wir sind gar nicht da zum Schimpfen, wir sind nur präventiv da. Wir haben sogar die Bierdeckel wieder eingesammelt. Also es ist sehr vorbildlich. Wir finden es immer selber nicht so schön, wenn es so aussieht, wie es jetzt auch hier gerade ein bisschen aussieht. Seit 3 Jahren gibt es die Müllscouts bereits in Ulm. Heute gehören etwa 10 Frauen und Männer zum Team. Vor allem an Wochenenden sind sie im Einsatz. Entstanden ist das Projekt aus der Not heraus. Also es war halt mit dieser Corona-Pandemie ein Auslöser, warum halt ganz viele Leute draußen gefeiert haben. Und dann ist dadurch ja auch dieses ganze To-Go-Thema mit dem Essen To-Go aufgekommen, sodass also hier auf den Grünflächen schon ein ziemlich großes Problem war und dringender Handlungsbedarf da war. Vor allem Zigarettenkippen, Abfall und Hundekot bereiten der Stadt Sorgen. Statt zu bestrafen, wollen die Scouts Anreize setzen und über kleine Geschenke ins Gespräch kommen. Wir sind die Scouts von der Stadt Ulm und wir verteilen Hundetüten, damit eben hier alles schön sauber bleibt. Und wir verteilen noch Aschenbecher, falls du raus kannst, du auch einen haben. Ja, passt, danke. Okay. Ja. Dankeschön. Bitte. Gerne. Also anfangs ist halt nur das Problem, falls die denken, dass wir etwas verkaufen wollen. Da sind die Leute halt immer so, ja, brauchen wir nicht, passt schon. Aber wenn wir dann erklären, was wir tun, dann kommt es eigentlich immer gut. Du warst ja schon vorbildlicher Mülleimer. Schlechte Idee, ja. Doch, ich glaube, ich auch zum ersten Mal gesehen. Ja. Top. Dankeschön. Den Erfolg sieht auch die Stadt Ulm. Dort hat man genau nachgerechnet, ob sich das Projekt auch finanziell lohnt. Also wenn man natürlich die Kosten gegenrechnet, ist es wesentlich teurer, weitere Stellen zu schaffen und weitere Stadtreiniger auf den Weg zu schicken, als wenn ich hier am Wochenende die Müllscouts laufen lasse. Also das ist ganz klar eine rentable Sache. Und es ist halt eine Sache, die auf die Bewusstseinsbildung abzielt. Also jetzt weniger, dass man halt nach 3, 4 Wochen schon sagen kann, ich habe eine deutliche Wirkung. Das braucht halt sehr viel länger, um zu wirken. Wenn ich jetzt die Bilder vom letzten Jahr und von diesem Jahr vergleiche, dann sieht es dieses Jahr doch ein ganzes Stück ordentlicher aus. Die Entsorgungsbetriebe wollen jedenfalls auch in den kommenden Jahren auf die Müllscouts setzen und damit erreichen, dass künftig noch mehr Müll in den Mülleimern statt nur nebendran landet.